Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ist es endlich soweit und zwar hat Rockstar Games heute am 5. Dezember 2023 den ersten Trailer zu GTA 6 rausgehauen. Also wir sehen hier auch bei Rockstar Games auf dem YouTube-Channel, hier steht Grand Theft Auto, Trailer 1. Also wir werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Trailer kriegen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob die nächsten Wochen oder über die nächsten Monate. Und ja, ich bin auch mega gehypt. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt, den Trailer. Ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen spät und es ist jetzt, denke ich, nicht mehr so neu, dass heute der Trailer erschienen ist. Aber ich denke, ich mache nochmal ein Video drüber. Und ja, wir werden uns jetzt den Trailer gleich mal angucken. Und dann kommt, glaube ich, in den nächsten Tagen nochmal so eine richtige Trailer-Analyse. Also ich werde jetzt schon ein bisschen zum Trailer sagen, aber so eine richtige Trailer-Analyse werde ich, denke ich, auch nochmal machen. Ich werde jetzt hier den Trailer direkt mal starten. Ihr könnt ja mal schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Trailer haltet und von GTA 6. Also ja, könnt ihr gleich machen, wenn ihr den Trailer gesehen haben. Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Ja, Leute, also das war der Trailer. Also ich finde, der sieht ja mal mega krass aus. Vor allen Dingen die Grafik. Also das ist echt Next-Gen-Grafik. Und ja, wir sehen hier am Ende auch, wann das rauskommt. Leider erst 2025 und nicht irgendwie Ende 2024. Das wäre natürlich mega cool. Aber ich denke, umso später, umso besser. Ich meine, von Rockstar Games, da weiß man eigentlich immer, dass da immer was richtig Gutes rauskommt. So wie bei Red Dead Redemption und GTA 5 vor allen Dingen. Und ich denke auch GTA 6 wird da wieder mega richtig, ja, wird wieder mega gut. Vor allen Dingen, was wir da halt im Trailer sehen, finde ich, sieht mega cool aus. Und auch neue Tiere haben wir da gesehen. Einmal so ein Krokodil. Und ja, also ich finde auch so, wie das alles aussah, die Stadt und die Umgebung, die sieht da mal wieder mega cool aus. Ich würde sagen halt so, und auch, ich finde, die Kulisse sieht so ein bisschen ähnlich aus wie in GTA 5, beziehungsweise das gleiche Muster so, sieht man so, finde ich, dass das halt auch von Rockstar Games ist. Ja, Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zum GTA 6 Trailer. Ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal eine Trailer-Analyse raushauen, wo ich den ganzen Trailer nochmal so genau ein bisschen angucke. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock zu habt. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um das GTA-Universum verpassen wollt und vor allen Dingen jetzt in Zukunft um GTA 6, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute!